Hallo und herzlich willkommen, Aline, zur nächsten Folge Skyrim Enderal Forgotten Stories. Ja, wir sollen hier zur Dreiflusswacht und sollen das Mädel retten, I guess. Es wurde so genau nicht benannt. Auf dem Weg dahin wird natürlich gelootet. Loot, loot, loot. Scheint hier nicht. Oh, Lavendel. Scheint hier nicht im Hof zu sein, das Mädel. Ein Eimer. Müsste so ein bisschen gucken, was hier so gibt, ne? Ah. Weg. Warum rennst du weg? Achso, der war gar nicht so gefährlich, wie ich dachte. Valtyrenohr. Okay. Ich dachte gerade, der ist deutlich gefährlicher, weil das Große so mir ziemlich Angst gemacht hat. Aber der war ja gar nicht so gefährlich. Anklopfen Käfig in einen Käfig, wo niemand drin ist. Okay, I guess. Scheint hier normal zu sein. Es sind keine Lederstreifen. Ich gucke erstmal kurz. Ich hole dich gleich raus. Falls sie da drin ist, wird sie aber gut gehen. Ich loote erstmal, dann brauchst sie gleich nicht warten, bis ich mit Looten fertig bin. Ja. Ja, alles. Bekritzelter Brief zum Gruße, Samuel. Mach dich nicht so verrückt, du wurdest ganz sicher nicht an die Dreiflusswacht abgeschoben. Die Wacht hat ihren Zweck verloren, den Abtransport der Edelsteine aus der aufgegebenen Edelsteinschürferei in Tal zu sichern. Deshalb reicht es, wenn ein Beobachter dort bleibt. Einerlei. Ich kann dir verstehen, dass es ziemlich langweilig und einsam ist, aber am verlassensten Fleckens Enderals Wache zu schieben. Aber ich bin mir sicher, dass sie dir in ein paar Wochen jemanden zu Hilfe schicken. Halte einfach so lange durch. Tee. Achso, soll ich vielleicht mitnehmen? Könnte ja eventuell irgendwann von Nutzen sein, dass ich sowas gefunden habe. Das Leben der Torgan ist Punkt 3. Jetzt Operation 2. Ich lese das jetzt nicht. Über Flüsterbäume. Flüsterbäume klingt schon mal interessant. Würde ich jetzt sehr gerne lesen, aber ich weiß aus Erfahrung, wie lange solche Bücher doch gehen können. Von daher nicht jetzt. Erschreckt. Ich habe was gehört und hat sich was bewegt. Gott, habe ich mich erschreckt. Warum erschrecke ich mich so vor so einer kleinen Spinne? Aua, was war das? Mein Arkanistenfieber steigt hier. Warum? Wegen den Steinchen. Ist das wegen den Steinchen? Flüsterbäume. Ja, nehme ich mit. Immer noch. Weiß nicht, ob es wegen den Steinchen ist. Ich glaube, oder? Sind es die Steine, die das machen? Wow. 41%. Nee. Nee. Nö. Ja. Ha, 1,7. Das gefällt mir besser. So. Ich habe ich alles gelootet. Ey, du da. Klopf, klopf. Oh, bei den Göttern. Hierher, mein Kleines. Alles ist gut. Mama ist jetzt wieder hier. Ja, alles ist gut. Ernsthaft? Bei Malphas. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Wärt ihr nur ein paar Stunden später gekommen, wäre Elfriede jetzt... Ach, ich will gar nicht daran denken. Hier, nehmt das. Es ist ein seltenes Kraut und ich hoffe, es kann eure Mühen zumindest halbwegs entschädigen. Und falls ihr irgendetwas braucht oder verkaufen wollt, kommt zu mir. Ich bin noch eine Weile in der Gegend.
Friede ist ein Tier. Dank euch, ja. Ein paar Tage werde ich hier noch sammeln. Dann geht's wieder zurück nach Ark. Okay. Natürlich. Ich bin irritiert. Eintopf. Eintopf. Klingt gut, aber ich glaube, ich will lieber selber kochen. Eisenpfeile. Ich glaube, ich habe schon genug. Krustenbrot. Besonders. Schattentänzer. Ich würde es nicht groß. Bücher kaufen. Ich weiß nicht, was das heißt. Bis für 15 gefestigt. Das verstehe ich nicht. Einhandkampf. Was hat Einkampf gelernt? Das wird ein Lehrpunkt. Gib mir mal eins. Danke. Ich bin ja eine Hand. Dude, also. Machen wir mal andersrum. Was kann ich in dir verkaufen? Alte Kristallmünze. Hier. Du magst doch sowas, habe ich gehört. Pose bei euch selber. Nimm mal das Beil. Das war aus Versehen. Honigwein. Regeneriert Mana, dann behalte ich das lieber. Oh, es wäre schön, wenn du noch Dietriche hättest. Ich habe nicht kaum noch welche. Eisen durch hier. Weg damit. Hier, weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Bild von einem Pilz. Kann ich mit. Okay, da kann ich mit trinken. Mal Flammenstab. Vielleicht wird ein Pilz für Schnupper. Mullwärmchen. Hier, Hobel. So viele Hobel eingesammelt. Hufeisen brauche ich auch nicht. Weg mit dem Kram, den ich nicht brauche. Ich weiß nicht, ob ich Kohle brauche. Deswegen behalte ich das erstmal. Ich glaube nicht, dass wir woanders mehr Geld dafür kriegen, ehrlich gesagt. Deswegen weg damit. Die brauche ich eh nicht. Schenke ich dir. So, jetzt habe ich zwei Einhandkampfbücher. Die kann ich gleich mal lesen. Ein Folge ist hier. Das magst du doch. Sowas magst du doch. Weg damit. Die hat ja Geld. Oder? Ich werde sie noch. Joa, die hat noch genug Groschen. Ich weiß nicht, ob ich Nägel noch brauche oder Papierrolle. Eine behalte ich, falls ich doch mal irgendwo was buddeln muss. Die Spitzhacke brauche ich. Ich habe echt viel im Inventar. Genießbares Bier. Warum besitze ich sowas? Weg damit. Mal kriegen wir ein bisschen Geld zusammen, auch wenn das echt geringe Preise ist, die wir hier von ihr kriegen, aber immerhin kriegen wir Geld. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Warte, das hier habe ich schon, ne? Rang 1. Ja, sogar zwei von. Totenhochheu auch schon weg damit. Vielleicht zwei von, da kannst du eins von haben. So. Madame.
Ich mach mal kurz hier Buch lesen. Wo sind denn jetzt die... Kann ich das nicht mehr benutzen, das Einhandbuch? Ich hab das ja gar nicht. Nee. Hab ich nicht. Aha, aha, aha. Hab ich Reitet nicht. Wohl. Nee, nix da. Hier bleiben. Hallo, ich will mit dir sprechen. Grüße. Natürlich. Das ist... Ich habe jetzt hier so Bücher gekauft von dir, die ich nicht benutzen kann. Das ist doch kacke. Ich kann die nicht mehr lesen. Schreite! Wieso habe ich die hier drinnen nicht? Ich bin voll irritiert, dass ich die nicht hier drin habe. Das verstehe ich gerade nicht. Verstehe ich nicht. Du stehst im Weg. Verstehe ich gerade echt nicht, aber okay. Ich bin voll irritiert. Naja, nichts Neues. Aber die nehme ich gerne mit. Komme ich da hoch? Ja. Habe ich da was von? Nö. Alles leer. Kiste nehme ich auch mit. Wird immer dunkler. Wird hier alles mitgenommen. Manchmal ist diese Anzeige sehr komisch, was man mitnehmen kann und was nicht. Falls sie gleich wieder so eine Spinne oder so eine Ratte ist, ne? Ich lerne aus meinen Fehlern. Oh, weiß nicht, was das war. Okay. Tränke. Steckt so noch so ein Regal, aber nichts drin, ne? Oh. Setz einen Stuhl. Was ist denn das da drüben? Vogelnest, ne? Ah, da komme ich ja gar nicht hoch. Da komme ich auch nicht hoch. Warum auch immer man sich jetzt hier auf den Stuhl setzen kann, ist das so ein schöner Blick? Nö, ne? Was diese Wachtposition, was wir in dem Brief gelesen haben, wahrscheinlich halt. Dass der da mal Wache halten musste, der Typ. Vielleicht müsste jemand den Brief dann zeigen. Könnte ich mir zumindest so vorstellen. Schön, dass du ein Licht in der Hand hältst. Das ist also ein Wartür, okay. Muss ich mich halt auch dran gewöhnen, an die ganzen Namen der Sachen hier, die es gibt. So, das heißt, nächstes Mal geht's nach Flusshalm. Da kann ich gleich mit interagieren. Mensch, da haben wir aber einiges heute doch geschafft. Also, ich wollte beim Aufnehmen. Grüße. Natürlich. Du hast ja noch Geld, ne? Hier. 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 Nimm einfach mal alles, was ich nicht brauche. Was denn? Das ist alles meins. Verstärkter Schild. Gibt's da echt wenig Geld für, ne? Ich lass das mal.
Okay, ich möchte gerne noch ein paar Meter in die Richtung gehen. Ein Apfel. Ja, den Apfel und die Kapuze nehme ich mit. Wir müssen mal gucken, wo das hier so hingeht. Ich kann auch wieder diese Eispranke benutzen, kann ich wieder einen mehr tragen. Gut, dass man die relativ häufig findet. Was ist das hier? Lass mich schon wieder ablenken, ne? Aber vielleicht ist es diesmal nicht, sondern wirklich nur Deko-Ruine. Scheint mir zumindest der Fall zu sein. Es ist nur Deko-Ruine, okay. Flup. Flup. Lass mir Deko-Ruine mal Deko-Ruine sein. Ich möchte halt immer so durch die Ränder laufen, falls da irgendwo was ist, was ich halt mitnehmen könnte. Aber ich kann auch nicht die ganze Zeit immer durchs Gebüsch laufen und überall gucken. Ist das ein Fuchs im Wasser? Ja. Okay. Wollte ich nicht. Guck mal. Kann ich mir was mitnehmen? Ich versuche mal ein bisschen auf dem Pfad zu bleiben. Die zücken doch schon wieder die Waffen. Und Schild haben, dann habe ich es echt schon schwieriger, ne? Erstmal hier 12, okay. Erstmal kurz looten. Soll der andere doch... Schwer solche Leute, die Menschenfleisch dabei haben. Warum macht ihr das? Wo ist denn der schießt? Da. Das ist so dunkel. Das war schon alles? Mehr habt ihr nicht drauf? Doch, hier. Spüre mein Schwert. Ich würde eher sagen, wie mehr habt ihr nicht dabei? Könntet ruhig ein bisschen mehr Loot haben. Kein Blümchen zusammen. Durchsuchen. Leiche. Dietrich. Eisenschild. Arme Dame. Eisenkriegshammer. Käserad. Oh. Alchemiebuch. Fass ist leer. 18er Wert. Fass ist leer. Die haben, glaube ich, hier die Kutsche überfallen. Kann das sein? Scheint mir so. Was ist das hier? Verdächtiger Erdhaufen. Mana-Trank ranzig. Reisestein. Du bist... Mein Licht, mein Schimmer am Horizont, dein Name ist mein Sakrament und deinen Pfad würde ich ehren im Leben und im Tod, der Pfad festzählt. Soll man hier buddeln? Ich glaube, es sieht für mich aus wie ein Grab und nicht wie ein verdächtiger Erdhaufen, aber hey. Oh, ich habe tatsächlich das Grab aufgebuddelt. Okay. 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 Eine Flöte. Ja, zu Ehren des Todes nehme ich auch die Flöte mit. Ziege, du hast nichts gesehen. Sehr viele Ziegen. Und da scheint ein Häschen. Und ein Wolf. Okay. Gepflegten Tritt verpasst und das geht. Mal kurz wieder hochheilen.
Ich mag gerade gar nicht aufhören zu spielen. Kann ich auch nehmen. Macht 7 Schaden. Streitkolben ist auch einhändig. Gut. Eine leere Leiche. Okay. Ja, man kann ja halt keine 5 Meter gehen, ohne halt irgendwie Action zu haben, ne? Ist das schon wieder hier verdächtig und einladend? Dass hier Zeug rumliegt und hier ist schon wieder irgendwie sowas. Ich glaube, das dauert eine Weile, bis wir in Flusshain ankommen. Wo war ein Flusshain nochmal? Warte. Nebelhain? Wo ist ein Flusshain überhaupt? Ich habe voll keinen Plan, ne? Könnte irgendwo in der Nähe sein, könnte aber auch hier sein. Ich habe nichts auf der Karte dafür. Komisch. Aber okay. Ja, das müssen wir nächstes Mal uns anschauen. Schon ein bisschen länger gemacht. Ja, ich habe definitiv Spaß, muss ich sagen. Es fühlt sich schon sehr wie Skyrim an. Von daher, das ist ja das, was ich zumindest mir erhofft habe von diesem Mod. Und ich bin halt wirklich froh, wenn ich das erste Mal in der Stadt bin und mal Berufe und sowas machen kann, weil das fehlt mir gerade noch. Ja, und das Level-System ist alles so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es geht, man kommt zurecht, ne? Aber ja, man muss sich echt erstmal hier so an alles gewöhnen. Ich nehme mir mal den Schmetterling mit, weil ich es kann. Und dann gucken wir uns gleich nochmal die Ruine an. Erinnert mich so ein bisschen an den Anfang des Spiels, aber ich hoffe nicht. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Alkira.